Hallo Wrestling-Fans, liebe Rings of Europe-Freunde. Dies ist eine private Videobotschaft ganz in eigener Sache an alle draußen, die vielleicht Rings of Europe noch nicht so gut kennen, sei es Fans, aber auch Wrestler. Rings of Europe veranstaltete zwischen 2004 und 2008 wahrscheinlich von der Anzahl und auch von der Qualität die meisten und die besten Wrestling-Shows in Österreich. Es waren Wrestler hier, von denen wahrscheinlich am jetzt liegen nur träumen können, sie einmal bei einer Show dabei zu haben. Ich spreche von Seth Rollins, Neville, Matt Morgan, eine WWE-Legende, wie es der Honky Tonk Man war, Delirious, Eric Cannon, Austin Aries, Matt Sydal und so weiter und so fort. Dazu kamen Stars von Pro Wrestling Noah aus Japan. Die Creme de la Creme der europäischen und heimischen Wrestling-Szene war da. Rings of Europe drückte definitiv der österreichischen Wrestling-Szene einen großen Stempel auf. Aufgrund von privaten Problemen, Burnout, hatte ich dann im Jahr 2008 nach der letzten Veranstaltung der 19. Show Final in Krems eine Pause eingelegt. Ich hatte eigentlich nicht mehr vor, weiter zu veranstalten. Rings of Europe machte quasi eine 10-jährige Pause. In diesen letzten 2 Jahren machte ich eine Aufarbeitungsserie, die hieß Cause the Promoter Said So. Und diese Shows werden auch auf YouTube gezeigt, die könnt ihr euch auch anschauen. Es ist jetzt kein Geheimnis mehr, wir werden nächstes Jahr unsere 20. Show in Österreich abhalten. Leider gibt es hierzulande noch immer Streitereien, Unstimmigkeiten. Wrestler, die bei einer Liga auftreten, dürfen bei einer anderen Liga nicht auftreten. Warum auch immer, es ist nicht leicht in Österreich, es war nie leicht in Österreich, das haben wir selbst verspürt. Wenn ich jetzt so über die Grenzen hinwegschaue, nach Deutschland, England, Italien, wo auch immer, man sieht, das Wrestling boomt, es gibt Veranstaltungen, es gibt viele neue Talente, das gab es vor 10 Jahren nicht. Also ich wünschte, ich hätte damals dieses Angebot an europäischen Wrestling gehabt, wie es jetzt gibt. Rings of Europe stand immer für Kooperation. Wir versperrten niemanden die Türen, wir waren immer bereit, Wrestler von dieser Liga und von dieser Liga, auch wenn sie sich nicht verstehen, zu buchen. Die Kontaktdaten habt ihr. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere den Kontakt mit mir aufnimmt, sofern es irgendein Problem gibt. Und auf diesem Wege wünsche ich euch und allen Veranstaltern und Wrestlern eine tolle Karriere und ich würde mich freuen, wenn ihr bei uns in irgendeiner Weise dabei seid. Pfiat euch und auf Wiedersehen!